For an English version of this video, please subscribe and like this comment below. Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich gerne zeigen, wie man den Akku vom OnePlus One austauscht bzw. das Style-Swap-Cover entfernt. Wir brauchen erstmal das OnePlus One. Dann benötigen wir das SIM-Karten-Entfernungstool, am besten, dass das mitgeliefert wurde. Eine Nadel etc. Das dünne würde eigentlich auch genügen, falls ihr das nicht mehr habt. Zwei Stecknadeln. Und einen Schraubenzieher. Das ist dasselbe, der auch beim MacBook Pro verwendet wird, um RAM oder Festplatte auszutauschen. Ich werde noch posten, welcher genau das ist. So, wir haben hier das OnePlus One mit Cyanogen auf der Rückseite. Das heißt, wir haben die weltweite Version, nicht die China-Version. Und wir werden als erstes einmal die SIM-Karte entfernen, beziehungsweise das SIM-Kartenfach. Dazu brauchen wir dieses kleine Tool. Vorher vielleicht das Gerät ausschalten. Und wir sehen, es funktioniert noch und hoffentlich funktioniert es nach diesem Video auch noch, wenn alles gut gemacht wurde. Also, wir entfernen jetzt das SIM-Kartenfach. Bitte sehr. Und nun greifen wir zwischen Display und diesem Style-Swap-Cover rein. Nicht in das SIM-Kartenfach, sondern eben genau darüber, also dazwischen, zwischen Display und der Rückseite. Und dann müsste man ein Klippen hören und so entfernt man dann die Rückseite. Am besten ist es, wie gesagt, dort reinzugreifen am Anfang und einfach die Kanten lang zu fahren, zum Beispiel mit der Kreditkarte. Ganz unten beim Micro-USB-Port ist es nicht unbedingt einfacher. Also am besten dort, wo die SIM-Karte war, die Rückseite entfernen, beziehungsweise die Clips ausklippen. Wenn wir das gemacht haben, was ab und zu ein bisschen dauern kann, sehen wir den Akku. Und er ist nicht entfernbar. Das heißt, er ist direkt mit dem Motherboard verbunden und kann eben nur entfernt werden, wenn man die Rückseite, also dieses kleine Backpanel von dem Motherboard entfernt und somit die Garantie verliert. Wir sehen hier, wie gesagt, diesen netten roten Akku. Richtig groß, nicht allzu schwer, hält auf jeden Fall mindestens einen Tag, zumindest bei mir. Und ja, wie gesagt, das Entfernen ist halt dann ein Garantieverlust. Wer nur das Style Swap Cover wechseln will, kann hier schon aufhören und das neue Cover drauf tun. So, wir wollen jetzt aber weitergehen. Und wir sehen hier neun Schrauben. Wir haben eine, zwei, drei, die sind offen. Vier, fünf und sechs, die sind bedeckt. Sieben, das ist mit dem Garantiesiegel. Acht und neun, auch wieder offen. So, diese drei, wie gesagt, haben noch einen kleinen Stöpsel drauf. Und hier ist dieser kleine Sticker. Wenn der beschädigt ist, habt ihr keine Garantie mehr. So, wir schrauben jetzt erstmal das Ganze auf. Das kann ein bisschen dauern. Ganz vorsichtig machen, keine Kratzer oder so rein. Und wenn ihr es schafft, einen Sticker zu entfernen, hättet ihr sogar noch Garantie, aber das ist extrem schwer. Um diese kleinen Stöpsel erstmal zu entfernen, verwenden wir am besten diese Stecknadel und hebeln das Ganze raus. Das kann manchmal ein bisschen tricky sein, aber im Großen und Ganzen ist es relativ leicht zu bewerkstelligen und man kann diese Sticker auch nicht, also diese kleinen Plugs auch nicht ganz leicht zerstören. Also die sind ziemlich robust und auch elastisch. So, wir sehen jetzt wieder die Schraube. Das Ganze wiederholen wir, wie gesagt, bei allen drei Stellen. Am besten diese Stelle merken, wir müssen diese kleinen Stöpsel auch wieder an die richtige Stelle positionieren, weil, ja, wie gesagt, es sollte so ausschauen, wie es ab Werk war, oder? Und sollte nicht irgendwie komisch wieder zusammengebaut werden. So, der Sticker habe ich schon einmal entfernt, mit Erfolg, aber ich befürchte, dieses Mal werde ich ihn kaputt machen. Ja, er ist kaputt. Gut, die Garantie erlischt. Was soll man machen? Ist nicht allzu tragisch für mich zumindest. Und bei der China-Version hätte man sowieso keine Garantie. Ich habe halt noch Garantie, aber jetzt nicht mehr. Egal. So, wir entfernen noch die letzten Schrauben und sehen nun die Rückseite. Und es kann manchmal relativ schwierig sein, auch ohne Schrauben das zu entfernen, aber vorher bitte vergewissern, dass alle Schrauben weg sind. Ansonsten natürlich macht ihr vielleicht diese Rückseite kaputt und das wäre vielleicht nicht so gut. So, noch ein bisschen rumgefingere mit dem Blödsinn. Haben wir die Rückseite entfernt hoffentlich und ja, es funktioniert. Und sie ist ab. Wir sehen jetzt das Motherboard, samt Kamera und allem weiteren. Und wir sehen auch hier verschiedene Verbindungen oben. Hier nochmal die Rückseite. Ja, es gibt hier wie gesagt verschiedene Stecker. Und den wir brauchen für den Akku zumindest, das ist... Moment, das ist dieser hier. Dass wenn man den entfernt, entfernt man den Akku. Den Rest würde ich nicht entfernen, da das andere Komponenten sind. Ich weiß aber jetzt nicht genau welche. Hier brauchen wir die Stecknadel. Ich glaube, ich brauche jetzt nur eine. Vielleicht kann man es auch mit zu zweit machen, also mit zwei Stecknadeln aufheben. Am besten man hebelt das Ganze hinauf. Genau.
und nun ist der Connector getrennt. Wer ein Akkuproblem hat, im Sinne von er startet nicht mehr, weil der Akku zu leer ist und sich nicht mehr auflädt, kann hier das Ding entfernen und wieder anstöpseln, ohne überhaupt einen Akku komplett zu entfernen und dann nochmal versuchen aufzuladen. Dann sollte dieses Akkuproblem behoben sein. Das war mein Grund, warum ich das damals aufgemacht habe, weil mein Gerät nicht mehr laden konnte, weil es sozusagen schon auf 0% war und nicht mehr starten wollte. Es hat nicht mehr diese Batterieanzeige gezeigt und somit musste ich halt diese Verbindung neu verbinden, damit das funktioniert. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier diesen Connector, sollte dann wieder verbunden sein. Und jetzt frage ich nochmal, wie man den Akku entfernt. Er ist angeklebt, also vorsichtig. Man hört ein leichtes Geräusch von diesem Kleber, der gelöst wird. Ganz, ganz vorsichtig machen, ganz langsam. Weil wenn der Akku bricht, habt ihr ein ernsthaftes Problem. Es gibt keinen Ersatz und abgesehen davon ist die Batteriesäure auch nicht unbedingt ungefährlich. Ganz, ganz vorsichtig raushebeln, mit ganz wenig Kraft immer ganz langsam hinaufziehen. Und niemals knicken. Also immer geduldig bleiben hier. Ganz ruhig bleiben. Und er wird sich ganz langsam lösen. So. Und somit halte ich schon den Akku in meiner Hand. Wir sehen den Kleber. Wir sehen hier die verschiedenen Infos. Wann der Akku gefertigt wurde. Die Nummer, die Größe, die Spannung. Und ja, BLP571 wäre theoretisch die Produktbezeichnung. Man kann den Akku im Moment noch nicht kaufen, zumindest nicht, dass ich wüsste. Also vorsichtig damit umgehen. Und einfach zu entfernen ist er leider auch nicht, wie man hier sieht. Aber man kann ihn entfernen. Und hier haben wir Designed by OnePlus. Und eine Warnung, die ich leider nicht lesen kann. Müsste man übersetzen. Und hier ist dieser Connector. Ja, ich zoome da nochmal ran. Beziehungsweise macht das Ganze scharf. So sieht er aus. Ja, nettes kleines Teil. Das ganze, der ganze Akku ist in so eine Art Folie eingewickelt, in dieser roten. Also ja, gut. Dann sehen wir hier, wie gesagt, nochmal den Kleber. Ganz vorsichtig wieder zurücklegen. Hineinsetzen. Das sollte kein Problem sein. Und diesen Connector, der ein bisschen schwierig zu verbinden ist, wieder verbinden. Und wie gesagt, wenn nur kurz die Verbindung trennen müsst wegen dem Akkuproblem, braucht ihr den ganzen Akku nicht entfernen. Wer den Akku austauschen will, kann das eben hier anschauen. Allerdings, es gibt halt im Moment, wie schon oft erwähnt, keinen Ersatzakku. Also weiß ich nicht genau, wozu man jetzt austauschen sollte. Außer man hat vielleicht hier ein kaputtes Gerät mit einem intakten Akku. Ja, so sieht das Ganze dann hoffentlich aus. Und das Ganze geht natürlich wieder retour. Das ist im Großen und Ganzen, wir schauen, dass wir das Gerät wieder verpacken. Das heißt, diesen Deckel richtig herum aufsetzen. Wieder ganz vorsichtig. Schauen, dass überall das Ding einklippt und drinnen ist, dass auch nichts irgendwie stecken bleibt. Dass da auch die Verbindungen sitzen, dass da kein Wackelkontakt oder so ist. Wobei das ja hier nicht vorkommen sollte. Und wenn wir dann die Rückseite wieder drauf haben, dann schrauben wir das Ganze hinein. Wenn wir festgestellt haben, dass alle Schrauben fest sitzen, geben wir diese kleinen Stöpsel an die richtigen Stellen rein. Und zwar hier, hier und hier. Ich glaube auch, dass die Stöpsel nur auf einer Seite gehen. Und hier haben wir eben noch diesen Sticker. Da hätten wir. Wie gesagt, sie gehen auf einer Seite rein. Das heißt, halt schauen, wie es passt. Es sollte leicht reingehen. Und wichtig auch bei den Schrauben, nur so festziehen wie nötig. Also wie beim Motherboard, bei einem PC. Niemals so festziehen, dass es nicht mehr geht, weil ansonsten bricht noch irgendetwas durch. So, einen Sticker geben wir auch noch drauf, auch wenn er beschädigt ist. Das macht ja nichts, kann ja nicht schaden. Und ja, bitte sehr. Dann können wir hier das Backpanel wieder nehmen. Also das Style Swap Cover heißt es ja eigentlich. Wir schauen, dass alles fest sitzt. Und legen dann das Cover drauf und schauen, dass es auf jeder Seite wieder einklippt. Dazu am besten einfach drumherum fahren. Und das Style Swap Cover sollte perfekt sitzen. Und um zu zeigen, dass das Gerät dann noch geht, sobald alles eingeklippt ist, geben wir erstmal noch die SIM-Karte wieder rein, nicht vergessen. Sobald die drinnen ist, starten und es bootet, bitte. Also, dieses Video ist für drei Sachen gedacht. Erstens, um das Style-Swap-Cover zu entfernen. Zweitens, um ein Problem mit dem Akku, das heißt, wenn das Gerät nicht mehr laden will, weil der Akku schon so niedrig ist, dass es in eine Art Ruhemodus geht, kurz den Connector entfernen, wieder verbinden, ohne den ganzen Akku rauszunehmen und man ist fertig. Und die dritte Möglichkeit eben, oder die dritte Sache, die ich hier zeige, ist, den Akku komplett zu entfernen und theoretisch auch wieder reinzusetzen.
Problem ist nur, wie gesagt, es gibt keinen Akku, das heißt, im Moment hat das nicht viel Nutzen, außer ihr habt ein freies Gerät zur Verfügung oder ein anderes kaputtes Gerät, wo der Akku noch intakt ist. Und wir sehen hier, man kann hier den SIM-Pin eingeben, das Gerät ist intakt. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen hoch. Wenn ihr es mögt oder weitere Videos sehen wollt, dann einfach abonnieren. Und wie gesagt, ja, einfach ausprobieren, ruhig bleiben, mit Vorsicht genießen. Und ich hoffe, dieses Video hat euch weitergeholfen. Und nicht vergessen, die Stöpsel an der richtigen Stelle positionieren. Und die Garantie ist nachher, vor allem wenn das Siegel kaputt ist, komplett weg. Und auch nicht vergessen, mit den Schrauben aufpassen, nicht zu festziehen, immer ruhig bleiben, Zeit nehmen, Geduld haben und niemals aggressiv vorgehen. Wie gesagt, nochmal vielen Dank und hoffentlich sehe ich euch beim nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen!